Ich hätte mir nie gedacht, dass Wellpappe zu meiner Leidenschaft werden kann. Nachhaltigkeit ist das Thema der Zukunft und ich bin sehr froh, dass wir mit unseren Verpackungen etwas dazu beitragen können. DS Smith in Karlsdorf macht mehr als nur Schachteln. Der Online-Shopping-Boom fordert die Mitarbeiter des Verpackungsspezialisten derzeit 6 Tage die Woche. Im Dreischichtbetrieb wird hier Wellpappe in rund 250 unterschiedlichen Ausführungen produziert. Wellpappe ist selber ein CO2-Träger, Speicher und ist ein Material, das Sie bis zu 20 Mal recyceln können. Das heißt, wir verwenden hier zu 95% recycelte Ware. In einer der modernsten Wellpappenanlagen Österreichs entstehen Verpackungs- und Transportmaterialien individuell nach Kundenwunsch. Matthias trägt mit 29 Jahren als Produktionsleiter die Verantwortung für das Herzstück des Betriebs und 140 Mitarbeiter. In sowas wächst man sicher bis zu einem gewissen Grad hinein. Ich bin der Meinung, dass man von Grund auf irgendwie der Typ dafür sein muss, einfach diese Verantwortung haben zu wollen. Also ich kann mir das jetzt nicht mehr wegdenken. Nach 14 Jahren kennt Matthias den Betrieb wie kaum ein anderer. Die Möglichkeit, hier im Unternehmen aufzusteigen, die besteht auf alle Fälle auch von der Lehre weg und dann sicher noch weiterhin nach oben. Auch Gabriel setzt beruflich auf Tempo. Stehzeiten weiß der 26 Jahre alte Produktionsplaner zu vermeiden, für sich und an den Maschinen. Da schauen wir, dass die Maschinen so eingestellt werden, dass man möglichst wenig umstellen auf den nächsten Auftrag, damit Zeit gespart wird, eben damit die Kunden rechtzeitig ihre Ware bekommen und wir so wenig wie möglich Energie und Zeit und was weiß ich was noch verschwenden. Leicht, extrem stabil und optisch ansprechend muss die Wellpappe sein. Auch Spezialprodukte wie Langlaufskier werden hier gefertigt. Forschung inklusive. Das Schönste ist, dass ich durch mein Studium extrem viel mit Nachhaltigkeit zu tun habe und ich das in der Firma teilweise mit umsetzen kann.